Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein Heizkissen vom Hersteller Sanitas, das ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar ein Heizkissen, das hilft, verschiedene Körperregionen, sage ich mal, aufzuwärmen und durch die Wärme einfach die Heilwirkung zu verbessern. Hierbei handelt es sich halt um ein Kissen, man kann es aber natürlich auch vielleicht für die Füße verwenden, also ja, für die Oberschenkel und so weiter. Ich wollte es einfach gerne mal vorstellen. Und zwar haben wir hier die Modellbezeichnung SHK18. Und ich würde sagen, wir packen das einfach mal zusammen aus und schauen uns das an, was alles hier drin ist. Ich mache das jetzt hier einfach mal auf. Ja, so. Einmal haben wir hier die Anschlusskabel und die Fernbedienung, mit der wir das dann verwenden und bedienen können. Ihr seht hier eine 0, die euch zeigt, dass das Gerät ausgeschaltet ist, ist klar. Und hier auch nochmal. Es gibt hier drei verschiedene Heizstufen. Eins ist die schwächste, zwei mittlere und drei die stärkste. Wobei man am besten immer gleich mit der 3 anfängt, damit das Kissen einfach schneller warm wird. Weil sonst kann das auch ein bisschen dauern. Das legen wir mal zur Seite. Dann schauen wir mal weiter. So, dann haben wir hier jetzt das Heizkissen. Moment, so rum. Und noch ein paar andere Dinge. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal hier so liegen. So, vielleicht. Es gibt hier dann noch ein paar Warnhinweise. Hier auf Deutsch natürlich. Lege ich auch mal zur Seite. Und hier auch eine Bedienungsanleitung, die auch wieder auf Deutsch ist. Und auch sehr leicht verständlich, hier auch bebildert, wie ihr sehen könnt. Und ja, im Kurzen und Ganzen wird euch da erklärt, wie man das verwendet. Und so, jetzt kommen wir hier zum Heizkissen selber. Dieses ist 40 mal 30 cm, also 40 lang, 30 hoch. Und wir haben hier einen Bezug. Diesen kann man auch waschen und auch ganz einfach hier entfernen. Und zwar hier sind so zwei kleine Clips. Hier noch einer. Und dann kommt das eigentliche Heizkissen zum Vorschein. Das schaut so aus. Ist hier so ein weiches, wie soll ich sagen, so gummihaltiges wie Kunststoff auf jeden Fall. Und es ist nicht hart oder unangenehm. Die Breite seht ihr hier. Ungefähr knappen Zentimeter. Und ja, ist auf jeden Fall angenehm weich und es ist nicht hart. Bis auf hier diesen Anschluss, da solltet ihr vielleicht nicht drauf liegen, weil der ist hier aus Kunststoff und wäre bestimmt nicht angenehm darauf zu liegen. Ja, wie gesagt, der Bezug selber, der ist abwaschbar. Auf, bei 40 Grad, glaube ich. Und das Ganze wird hier einfach hier angeschlossen mit dem Kabel. Und das können wir auch gleich machen. Dazu einfach hier diese zwei Nasen in das entsprechende einstecken. Ihr seht hier unten, da müssen die dann so rein. Und ja, das war's schon. Jetzt füllen wir das Ganze einfach nochmal hier in den Bezug rein. So. Und klipsen auch alles einfach wieder zu. Andere Seite. Das sind nur zwei Clips und schon könnt ihr das auf euer Kissen tun und verwenden. Ich schließe es mal eben kurz an. So. So. Jetzt kommen wir hier nochmal zur Fernbedienung. Mit der könnt ihr das, wie gesagt, alles steuern und ich schalte jetzt hier einfach auf die Stufe 3. Und ihr seht, hier oben leuchtet auch das Bedienfeld und zeigt auch die 3 an. So, das Ganze selber, das dauert jetzt, ich würde mal sagen, so circa 1 Minute, 1,5 Minuten, bis ihr auch spürt, dass es angenehm warm wird. Und wie gesagt, das wird auch nicht sehr heiß. Ihr könnt es auch, wenn wer zu empfindlich ist, kann es wie gesagt auf die mittlere oder auf die geringste Stufe stellen. Ja. Ihr seht, die Bedienung selber ist sehr einfach, nichts Weltbewegendes.
Und wie gesagt, dieses Heizkissen ist auch nicht hart oder unangenehm darauf zu liegen. Natürlich würde ich ein anderes Kissen noch drunter legen. Aber ihr dürft es nicht in ein Kissen irgendwie oder unter ein Kissen verwenden. Außerdem dürft ihr das Ganze hier nicht irgendwie extrem knicken. Es könnte sein, dass sich das Gerät dann ausschaltet und ihr es dann nicht mehr verwenden könnt, außer erst zum Service zu schicken und dort wird er vielleicht einstellen zu lassen. Das ist irgendwie so ein Sicherheitsmechanismus, der dafür sorgt, dass nichts passiert. Zusätzlich könnt ihr das Gerät einfach laufen lassen. Es hat einen Timer sozusagen. Nach 19 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab und kann also nichts passieren, wenn ihr einschläft darauf. Braucht euch keine Sorgen machen. Ja, das war eigentlich schon das ganze Gerät. Und ja, langsam wird es wärmer. Das kann ich euch bloß jetzt hier schlecht zeigen. Auf jeden Fall tut es echt gut, wenn ihr Nackenprobleme habt und so weiter, dass man einfach mit dem Wärmekissen hier, das mit dem Heizkissen, sagen wir mal, einfach entgegenwirkt durch die Wärme und das entspannt auf jeden Fall. Ich verwende das sehr häufig, weil bei uns in der Arbeit sehr anstrengend ist. Und ich kann euch auf jeden Fall das Kissen hier so weiterempfehlen. Ist auch nicht sehr teuer und gibt es, glaube ich, bei Amazon und in anderen Geschäften auch noch. Ja, das war's auch schon mit dem Heizkissen. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.